Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Watch Dogs 2 Part 37. Ich bin ein Volleyboy und ich bin ein bisschen schockiert. Ihr habt nämlich gesehen, die letzte Mission steht an, Jungs und Mädels. Wir werden Blumen vernichten. Oder ihnen auf jeden Fall kräftig in Arsch treten. Whatever. Kann ich nicht so genau sagen. Wir haben bei der letzten Mission haben wir einen Frachter von der Anti-Schu kapert und haben ihnen einen ganzen Serverblock gestohlen. Was wirklich sehr nice war. Und ich glaube, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, das Tüpfelchen auf das I gewesen. Blum ist da recht jetzt angepisst, der Dushan. Jetzt weiss ich endlich dem seinen Namen. Der hat da irgendetwas für uns vorbereitet. Okay, wir wollen reingehen, weil ich möchte ehrlich gesagt schon gleich mein neues Let's Play anfangen. Und jetzt darf ich da nicht verschrecken, es ist GTA 5. Jawohl, Jungs und Mädels, ich werde GTA 5 machen. Warum werde ich GTA 5 machen? Weil das mein Favorite Game ever war ist und das darf auf meinem Kanal auf keinen Fall fehlen. Ich muss was machen, ich kann hier nicht rumsitzen. Ach, niemals! Das ist genau das, was du schauen willst. Abgesehen davon hast du schon echte Schwerstarbeit geleistet. Zeit, dir ein wenig unter die Arme zu greifen. Okay. Okay, ihr geht da raus, Leute. Ich sorge für die Logistik. Dann packen wir es an. What? Yo, Marcus. Spiel mal was Schönes für mich. Geil, wir sind Zitara, hey. Ja, das fängt doch mal an. Das hat schon so etwas Lara Croft-mäßiges. Okay. Mal schauen, wie Zitara irgendwie drauf ist. Ich glaube, wir hätten jetzt hier irgendwie noch einen Mörder-Sound dazu, aber ihr wisst ja, ich habe alles abgestellt. Ich muss einen Weg darauf finden, um den lokalen CTOS-Router zu unterbrechen. Na bitte. Perfekt ist das gegangen. Okay. Und ich bin drin. Wenn er es rauskriegt, kann ich den Job vergessen. Das ist dein geringstes Problem, Schatz. Dushan wird deine Familie aufspüren und sie auch feuern lassen. Er steht da auf die Auge-um-Auge-Nummer. Scheiße! Das hilft mir nicht! Andrew, meine Tür ist immer offen. Das weißt du. Ich will nicht ewig Assistent bleiben, Mary. Nein, Schatz. Nicht als mein Assistent. Du hast Dushan betrogen. Für dich! Die Rechts- und Personalabteilung würde dich nie einstellen. Wie fändest du es, Blooms Backup-Datenfarm zu suchen und zu schrotten? Du kannst so viel kaputt machen, wie du willst. Das Ding hier zieht viel zu viel Strom, Hombre. Und es liegt vor Blooms Haustür. Also lass die Muskeln spielen! Zerstör die Backup-Server, sonst starten sie einfach eine frühere Version der Daten, die wir löschen wollen. Oh,
Strohhalm. Wenn man das wohl freischaltet. Ich mach schon. Halt du die Augen offen. Coole Sache. Ich warte einfach mal hier. Netzwerk sicher. Bleiben Sie trotzdem wachsam. Hallo. Sieht doch alles sehr gut aus bis jetzt. Checke letzte Position. Vorsichtig. Zerstöre Blooms Backup-Server und Hauptgeneratoren. Okay, es ist noch nicht fertig, hä? Dürfte hier unten sein? Müsste hier unten sein? Hey Marcus, findest du, der Raum hier ist klein? Mann, ich bin nicht da. Yep, ich finde ihn auch klein. Backup-Server? Mann, ich hab Blooms Kämmerchen entdeckt. Die Backup-Server und den Campus-Generator. Zum Glück habe ich genug dabei. Sucht ihn! Marcus, ich kam. Ich sah. Ich jagte in die Luft. Ich kam wieder. Josh, wie sieht's aus? Im Moment wandern 73 Marcus Holloways herum und wir spammen noch mehr. Ich drucke hier Unmengen Your Me Must. Im Moment wandern 73 Marcus Holloways herum und wir spammen noch mehr. Ich drucke hier Unmengen Your Me Masken mit deinem Gesicht. Leute, gute Arbeit. Ich schicke euch den Zugangscode. Dushans Assistent weiß nicht, dass er gehackt wurde. Es wird alles nach Plan laufen. Wenn du am Airgap-Computer von Bloom bist, überträgst du alles über Handy und schickst die Infos zurück ans Mutterschiff. Viel Glück, Cowboy. Okay, das ist coole Teamarbeit. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiss, ist, sollen wir hier einen Break machen oder sollen wir das jetzt noch in die Mission reinnehmen? Das kann ich ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Ich denke, wir betreten doch jetzt einfach mal zusammen das Gebäude, weil wir haben ja den Code, der Zugangsschlüssel, das müsste ja eigentlich alles vorhanden sein. Das heisst, wir sind hier völlig inkognito. Sorry. Nein, was war das gerade? Get the game on lock like we changed the key. Was? Danny Brown. Wer? Mann, Bernhausen. Oh shit, Ray. Du musst sie unbedingt daran hindern, Dushan zu fahren. Hast du eine Idee? Ich hack den Campus-Router und ändere ihr Passwort. Das sperrt ihr WLAN für jeden anderen außer uns. Auf in den Kampf. Ich halte die Augen offen.
Schön stillhalten, du Sieg. Nummer uno. Eine erledigt. Finde den nächsten. Hältst du das für ein Spiel? Wir wollen keinen Ärger. Es ist ein Spiel. Watch Dogs 2. Noch ein Router hinüber. Das war's, sie sind abgeschnitten. Genau wie du, Sean. Bei dir alles okay, Ray? Alles bestens. Mach dir keine Sorgen. Such einfach einen Weg runter. Uiuiui, Jungs. Was haben denn hier für Probleme, Mann? Nur keine Panik, Mann. Nur keine Panik. Erreiche den Air-Gap-Computer. Den Air-Gap-Computer. Okay. Yeah, jetzt gibt's richtig geile Action. Gut gepanzert, hä? Die Sieche. Okay. Das sieht gut aus, gefällt mir. Gefällt mir sogar außerordentlich gut. Aha. Das gefällt mir jetzt also richtig gut. Nur schnell ein Bömbeli, hä? Ja, das ist es. Wir können nicht einfach damit herumfuchteln. Das ist wirklich richtig irre. Okay, wo geht's du ab? Hier sind die WCs. Hier geht's du ab. Okay, da ist irgendwie noch... Okay. Ja, es ist ja klar gewesen, oder? Dass man da jetzt noch muss
irgendwie etwas aktivieren. Können wir leider nicht drum herum, das müssen wir noch machen. Jungs und Mädels, wir müssen hier einen Break machen. Ich denke, das ist auch gut. Wir machen auf jeden Fall noch ein Let's Play Watch Dogs 2 Part 38. Ich bin auch in Volleyball und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meinen Kommentar. Und wenn euch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann wünsche ich mir, dass ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage, freue mich auf euch.